Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben den Server geupdatet. Jetzt ist eine bessere Welt da. Endlich mein Lieblingsbiom, dem Easy Speak Eis der Gipfel, genau. Und jo, jetzt haben wir hier auch noch ein Scoreboard. Da haben wir jetzt das noch nicht eingefügt, weil manche Mods machen Probleme noch. Also das mit dem Tablist, das ist noch nicht drin. War wirklich schön, aber wir konnten dann ja gemeinsam mit dem Scoreboard nichts machen. So, wir haben ja den Dragodia Server eigentlich sehr weit erweitert, sehr viele Plugins und Datapacks reingetan. Und jo, wir haben erstmal einen schönen Sprung für alle, ja, kurz weg, die Angst haben. Wir müssen einfach hier runter springen, so. Dann sind wir hier, jo, bei Clodig und Orochen, das sind unsere Owner. Dann haben wir hier natürlich die Regeln in Gelb. Wir haben zum Beispiel die Grabsteine da in Grau. Dann haben wir hier die Befehle in Hellblau. Und genau, wir haben so einen Schutzplugin. Also wir haben einfach so einen Schutzrang, wo ihr einfach den Server anschauen könnt. Und wenn ihr bereit fühlt, alles gelesen habt, dürft ihr dann natürlich auch Bürger sein. Und als Bürger seid ihr dann, jo, könnt ihr abbauen, genau. So, und dann gibt es natürlich die Welten, das ist natürlich klar, die Spawn-Welt, das ist die Free-Build-Welt in hellgrün. Dann haben wir hier die Farm-Welt, die ist hellblau, das ist türkisch, glaube ich. Dann haben wir die Medieval-Welt, da haben wir schon, ja, habe ich drei Häuser gebaut, kleines Dörfchen. Dann haben wir die Weltallwelt, da wurde jetzt noch nicht viel gebaut, eigentlich noch gar nichts. Ist wirklich eine tolle Welt, aber da braucht man natürlich gute Rohstoffe wie Beton und Glas, viel und so Sachen. Ist einfach so eine Zukunftswelt so, Welt sozusagen. Dann haben wir noch die Warp-Rollenspiel, also Rollenspielwelt, die ist noch nicht da, weil wir da einen ganz bestimmten World Generator brauchen. Und ich glaube, der ist schon drin, aber ich weiß leider nicht, wie man das macht. Der Clodig, der technische Admin, der ist leider momentan ohne Laptop. Der hat ihn ein bisschen kaputt gemacht. Aber vielen, vielen lieben Dank an Clodig. Der hat sehr viel für den Server schon getan. Also Daumen nach oben für den Clodig. So, wir haben hier, jeden Freitag um 19 Uhr auf twitch.tv eine Abstimmung. Da dürft ihr live mitmachen und auch abstimmen. Ich werde natürlich eure Kommentare dann beherzigen. Für das schönste Gebäude jeder Woche. Und pro Monat dann auch wieder. Das schönste Gebäude aus den 4 Wochen eines Monates werden dann nochmals einen größeren Rang. Vielleicht auch nächstes Jahr. Also ein Jahresrang. Und ja, und wenn ihr Wünsche, Lobe und Kritik habt auf dem Server, wir nehmen alle Kritik an. Ist egal, was es ist. Ihr dürft Spieler anprangern von mir aus. Ja, ich weiß nicht, für was ihr das wollt. Vielleicht hat jemand euch irgendwie etwas, hat euch vielleicht getötet im PvP oder euch irgendwie ein Würstchen genannt oder ihr hättet ein Würstchen. Dann, ja, dürft ihr das gerne dort reinschreiben. So, da ist unser Axolotl. Das ist natürlich, weil wir in der Weltallwelt, ich werde es hier zeigen, in der Weltallwelt natürlich, Ding, das ist die Blau, nein, das ist die Endwelt. Ja, das ist, glaube ich, die Planet 3. Jo, wir werden die Map sowieso noch auf den Boden machen, damit wir noch ein bisschen mehr Auswahl habt. Sonst könnt ihr hier ja oben gar nichts mehr sehen, wenn es zu weit nach oben geht. Und da wir hier geschützt haben, haben wir einfach die Kiste hier runtergetan, was nicht mehr geschützt ist. Und hier ist sowieso noch ein Netherportal, da dürft ihr auch gerne rein. So, jetzt hat er irgendwas geschrieben. Mein Shop hat übrigens offen. Okay, cool. Hat einen, ja, Angler-Shop aufgemacht mit Fischen. Also die er mit dem Eimer gefangen hat. So, dann haben wir hier ja, die Bücher. Genug Bücher und Feder. Und
ist einfach noch nicht beleuchtet. Mache ich dann nachher. Jetzt schauen wir die verschiedenen Welten an. Das ist natürlich die Farmwelt. Da seht ihr schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen etwas abgebaut worden. Natürlich gehen die meisten Leute weiter weg. Wir haben sowieso noch, ich kann dort nicht rein, hin. Ich glaube, der Katzebaby hat noch ein Grundstück hier gebaut. Er wollte unbedingt in die Farmwelt. Das gestatten wir ja auch. Ein Haus bauen. Und sonst ist es einfach zum Abfahren. Dann haben wir hier die, nennen wir mal die Allwelt. Das ist am leichtesten zu sagen. Hier haben wir einfach noch nicht viel gebaut. Da hat sich jemand eingebaut irgendwie. Vielleicht von Monster oder so sich schützen wollte. Da baue ich einfach hier oben einen riesigen Azalotl, ein Raumschiff, baue ich hier drauf. Vielleicht noch einen Raumhafen dazwischen oder so. Und das wird dann der Axolotl Alien Clan, also Axolotl Ding, kleine Biome, die so einen Axolotl-Style mit verschiedenen Farben, was die Axolotl so haben. Und dann gehen wir rüber zu Rolle. Nein, Rolle geht noch nicht. Wir gehen zu Medi. So, das ist eigentlich sozusagen die Rollenspielwelt. Hier gibt es nicht viel. Ich kann ja mal kurz hinfliegen, beziehungsweise kurz auf der Karte zeigen. Hier unten haben wir uns niedergelassen und das Dorf sagen wir dann auch aus. Genau. Und hier gehen wir jetzt kurz hin. So. Jetzt sind wir hier unten. Vorher waren wir hier oben. Und hier mache ich zum Beispiel Survival im Livestream. Und zum Beispiel hier ist der Öhrchen. Und da drüben ist der. Kurz schauen, wie er heißt. Sorry. X Extreme, genau. Das wird wahrscheinlich unser nächster Owner. Wir brauchen natürlich immer noch ein paar Admins. Admins-Rang haben wir leider noch nicht. Er hat jetzt hier ganz viele Papageien und Fische. Ich glaube, ein Aquarium hat er auch. Guck mal hoch, da ist er schon. Oh, boah. Echt prunky. Polierte Tiefenstein. Ah. Okay. Grasblock, sehr gut. Stein. Nice. Also, er hat jetzt gar nicht mehr so viele Fische. Jetzt hat er. Ja. Andere Sachen. Ein Leuchtrahmen hat er auch schon gebaut. Cool. Ja, Leuchttintenfische kann man unter meinem Grundstück eigentlich bauen. Genau, und hier hat er seine Katzenklaue, hat eine Katze gespielt am Anfang. Und einen Ninja-Stab, klar. Cool. Richtig genial. Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank, so wegen der Stimme. Ist hier noch etwas? Nö, ist auch noch nichts. Aber schade, dass er nicht mehr die Fische verkauft. Es gibt ja über, glaube ich, 3000 Fische. Mache ich das? Wenn er keine Fische macht, mache ich auch Fische. Weil ich tue ja halt immer sehr viele Sammeln im Livestream. Macht richtig viel Spaß. Schauen wir mal bei uns. Wir haben 3 oder 4 Fische schon mal gefangen. Ja, ein Kugelfisch. Ein Tropenfischer, Diadem, Prachtkaiserfisch. Ein Azelotl ist ja pink, glaube ich, also rosa. Und ein blauer Segelflossendoktor. Gibt es das wirklich im Real Life auch? Cool. Aber richtig geil. Jo. Genau. Und ich baue hier eine Bar, ein Sushi-Restaurant und noch eine Eisdiele. Mache ich hier drauf auf den Bäumen. Wo ich genau wohne, ich baue wahrscheinlich in der Allwelt. Werde ich wahrscheinlich persönlich wohnen. Genau. Oh. Jo. Und jo. Ich livestreame ja auch immer mit dem Shader. Dann mache ich jetzt mal an. So. Dann seht ihr mal, wie das prunkvoll aussieht. Also in einem Vorstellungsvideo sollte ich eigentlich nicht Shader verwenden. Sonst sieht man ja nicht immer so sehr gut. So. Dankeschön fürs Laden. Gut. Der Shader ist jetzt momentan ein bisschen optimaler gebaut. Also jetzt haben wir richtige 3D-Texturen. Das
sieht man jetzt gerade hier so mächtig gut. Und es leckt jetzt auch nicht mehr. Also es ist über 4, also es ist, ja, sagen wir so 67 FPS im Schnitt, sogar mehr. Und das reicht. Also extremer möchte ich es nicht einstellen. Ich habe dieses Blumenzeug und so ausgestellt, damit es einfach auch besser. Oh Gott, was mache ich jetzt? Genau, auf dem Kaktus. Ah, das ist wegen dem Ding. Magmastein. Gut. Ja. So kann man auf einem Kaktus. Also der Kaktus hat auch so 3D-Sachen. Diese Dornen, diese Stacheln werden raus. Jo, und unter Wasser sieht es so aus. Also Projekt Luma unbedingt zu empfehlen, wenn ihr eine starke Grafikkarte habt. So seine Cinematic-Modus ist noch an. Raytracing ist an. Allgemein sehr cool. Ja, und der liebe Oreochen macht euch dann diese Briefkästen noch. Und auch diese Grenzen. Weil in einem Livestream kann ich jetzt nicht immer die Grenzen machen. Sonst taut ihr ab. Ja. Genau. Ja. Dann gibt es natürlich noch eine andere Welt. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Welt ich noch nicht gezeigt habe. MV ist, glaube ich. Genau. Ja, wir haben jetzt einfach noch die End- und die nette Welt und die anderen kommen dann später. Eben der Claudi hat jetzt leider seinen Laptop kaputt gemacht. Jetzt geht's ein bisschen. So 2 Tage, bis er vielleicht noch mehr Plugins einfügt. Das kann ich ja selber auch, aber das Configuren ist manchmal ein bisschen zu schwer für mich. Das unbedingt so richtig einstellen. Die Regeln und so, was sie dürfen, die Plugins und alles Mögliche, ist für mich ein bisschen schwer. Und jo. Kann ich euch noch kurz zeigen, dass man hier unten, wenn ihr ja, mal eine sehen wollt, eine Lush Cave habt. Und ja, das ist jetzt nicht so eine schöne, aber ich kann zeigen, ob es noch eine bessere gibt. Also es sind wirklich coole Biome. Ich würde am liebsten dort bauen, mein Haus bauen. Vielleicht mache ich die Lush Cave ein bisschen größer und baue das Haus dann unterirdisch. Könnte ich machen. Wie ihr vielleicht schon wisst, es gibt hier diese Azaleebäume. Ungefähr hier ist eine. Da. Und unter diesen Bäumen gibt es ja immer Lush Caves. Das hat Mojang so gemacht, damit wir die auch finden können. Und ja, da unten ist ein mega großes. Ich zeig's mal. Das ist wirklich gigantisch. Und ja, wenn hier noch kein Spieler ist, kann ich hier eigentlich bauen. So. Ich mache jetzt mal das kurz ohne Shader wieder. So, das dauert halt immer ein bisschen, weil es ein ganz guter Shader ist. So. Also jetzt ohne Shader sieht man natürlich viel mehr. Das ist wirklich ein großes. Also bisher habe ich, glaube ich, kein größeres schon gefunden. Natürlich gibt es schon größere und schönere vielleicht. Aha. Ja, das glaube ich mir. Ja, da ist es leider fertig. Aber sieht mega schön aus. Und wahrscheinlich ist das jetzt noch nicht. Gut, das werde ich dann im Livestream nachher machen. Ich werde hier unten ein Haus bauen. Sehr schön. Gut. Dann, das sind Banken. Dachte schon, Emeralds. Jo, bedanke ich mich fürs Video anschauen, fürs Interesse vom Server. Also wir machen immer so 4, 5 Spieler neue mit pro Tag und das ist natürlich richtig cool. Dankeschön für die Unterstützten. Und wir werden natürlich das irgendwie besser machen. Er fängt gleich der Eulchen, macht gleich mal ein Dungeon. Können wir noch kurz ihn fragen? Mache ich jetzt einen Dungeon?
Warten wir dahin gerade. Ist im Video. Ja. So, dann können wir gleich mal die Items, die ich natürlich noch cheated habe für ein paar Schilde, wegnehmen. So, ja, na, hallo. Hallöchen. Okay, gut. Dann Dankeschön und ja, bis zum nächsten Video der Livestreams. Morgen mache ich dann wieder von früh morgens bis spät abends. Heute ging es halt nicht so. Wir hatten noch echt viele Probleme, die Fahrt. Und ja. Also ich vor allem, ich muss halt noch Fußball spielen. Und es ist arschkalt gewesen, das hat mich ein bisschen gestört. Naja, gut, dann ja, sagt der alte Dorfbewohner tschüss. Nein, so. Tschüss und ja. Im nächsten Part kann ich dann mal ein paar Plugins und Datapacks vorstellen und so weiter. Oder was ihr wollt, dass ich kann ja gerne dann morgen natürlich auch das Video zeigen von den Abstimmungen, wer gewonnen hat und so weiter. Mache ich natürlich dann neben dem Livestream. Und ja, weiter seht ihr. Tschüss.